Sehr geehrte Frau Dr. Merkel, Sie werden mich wahrscheinlich nicht kennen. Ich habe Meteorologie studiert, war Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, habe von 1971 bis 1986 im ZDF den Wetterbericht moderiert, also vor der Wiedervereinigung. Und insofern möchte ich mich an Sie persönlich wenden, da Sie ja nun den Klimaschutz zum Zentralthema Ihrer Politik gemacht haben und alles daran setzen, den Klimawandel zu stoppen, den Anstieg der Temperatur auf 2 Grad global zu beschränken und dergleichen mehr. Sie wissen, als Physikerin, als promovierte Physikerin, als Kernphysikerin, dass es weder einen Treibhauseffekt gibt, es eine Erderwärmung nicht geben kann, weil kein Körper sich mit der von ihm selbst abgestrahlten Energie, mit der ihm innewohnende Energie erwärmen kann. Und Sie wissen auch, dass eine Klimakatastrophe ein Unwort eigentlich ist und den Titel Unwort des Jahres oder des Jahrzehnts sogar verdient. Sie haben mit Sicherheit schon Infrarotaufnahmen, Wärmebildaufnahmen von Satelliten gesehen, die die Erdoberfläche fotografiert haben und die ja nur deswegen gemacht werden können, weil die Wärmestrahlung der Erde nicht abgefangen wird in etwa 6 Kilometer Höhe, sondern ungehindert ins Weltall entweichen kann. Und deswegen wird es auch in jeder klaren Strahlungsnacht besonders kalt. Und jetzt im Herbst drohen sogar bei klaren Nächten die ersten Nachtfröste. Klima ist eine statistisch errechnete Größe, die mittlere Temperatur, die mittlere Windgeschwindigkeit, die mittlere Luftfeuchtigkeit, der mittlere Niederschlag. Das sind statistische Werte, die keine realen Werte sind. Real ist in der Atmosphäre einzig und allein das Wetter, das wir als Hochdruckgebiet, als Tiefdruckgebiet erfahren, aber wir erleben nie den Mittel zwischen Hoch und Tief. Das gab es mal als Baugesellschaft, die allerdings dann Konkurs gegangen ist. Der Mensch hat nicht die Größe, hat nicht die Macht, hat nicht die Kraft und hat vor allem nicht die Energie, in die allgemeine Zirkulation eingreifen zu können. Er kann die tropische Zone, die subtropische Zone, die Westwindzone, die polaren Zonen nicht verändern. Er kann nicht sagen, wie Höhenströmungen zu verlaufen haben, wie intensiv Tiefdruckgebiete zu sein haben, welche Zugbahnen sie zu nehmen haben und dergleichen mehr. Dies alles kann der Mensch nicht. Der Mensch ist darauf angewiesen, sich optimal, wo auch immer auf der Erde sich befindet, dem Wetter anzupassen. Klimaschutz insofern eine Bürde, die viel Geld kostet, die den Bürger verarmt, aber am Wetter nichts ändert und letztendlich aussichtslos ist. Dieses alles wissen Sie und trotzdem verlangen Sie immense Anstrengungen des Volkes, um das Klima zu schützen, im vollen Bewusstsein, dass sich am Wetter als solches nie etwas ändern wird. Und die Angst vor der Klimakatastrophe ist natürlich eine Angst, die völlig unbegründet ist. Jeden Tag kann das Wetter mit uns Katz und Maus spielen, kann ein Sturmtief kommen, kann ein Gewitter mit Hagel kommen, Ernten vernichten. Das kann jeden Tag passieren während des Sommerhalbjahres. Nur eine Klimakatastrophe als solche ist theoretisch absolut unmöglich. Und insofern, bevor weiter Milliarden ausgegeben werden, um das CO2 zu sequestrieren, im Erdboden zu versenken, wo es doch so dringend von den Pflanzen in der Atmosphäre benötigt wird, bevor dieses weitergetrieben wird, sollten Sie doch mal auch das Gespräch mit Meteorologen suchen und nicht mit Physikern, die sich zwar irgendeinem Weltbild verschrieben haben, aber die sich völlig außerhalb des natürlichen Geschehens bewegen.